Okay. Es gibt aber auch Nickel-Ohr. Nur wie komme ich da dran, ne? Dieses Ferreros-Gedöns, war das nicht das hier? Und da kriege ich. Ich probiere das mal. Drei und dann bräuchte ich dementsprechend sechs Eisen, ne? War natürlich eins zu viel. Mir egal. Ergibt das denn jetzt Nickel? Würde mich mal interessieren. Also, davon mal eins Tag rein. Was ergibst du denn, wenn du fertig bist? Ah, das will ich jetzt mal wissen. Komm, zeig dich. Zeig dich, Junge. Was bist du denn für einer? Nickel. Okay, und jetzt zwei davon. Moment, ich mach die mal alle rein. So. Kommt da jetzt Aluminium her? Habe ich Alu genommen? Ich habe natürlich Alu genommen. Habe ich ganz toll gemacht, ne? Hallo? Ja, kann passieren. Können wir uns ja gleich wieder in Ingots ausgießen. Dann ist das ja wie, als wenn es nicht geschehen wäre. So, einmal umdrehen. Alu nach unten. Die drei Dinger da rein. Ich hätte gerne Ingots. Da. Aluminium. Zwei. Drei. Vier. Eins noch. Gut. Alles in Ordnung. Haben wir jetzt das gewünschte Ergebnis? Nickel und Eisen ergibt. Invar. Ergibt Invar, tatsächlich. Gut. So, jetzt müssen wir natürlich mal weiter gucken, wie das hier weitergeht. Ingwer, die gießen wir uns jetzt auch aus in Form von Barren. Einmal. Zweimal. Achso, zweimal. Wie viele haben wir denn? Also zwei haben wir noch. Hier sind noch. Okay. Auf jeden Fall haben wir ein paar. Da machen wir uns jetzt einen von. Eine Leitung. Wobei ich nicht glaube, dass das. Ich weiß es nicht, woran es liegt, dass der kein Wasser saugt. Der müsste ständig voll bleiben mit Wasser. Und das auch ständig abgeben. Naja, kriegen wir hin. Bis jetzt haben wir alles geschafft. Kriegen wir auch noch hin. So, das war das. War nicht das letzte. Jetzt aber. Gut, dann basteln wir uns gerade die Dinger. Habe ich das richtig gesehen, dass wir das entweder mit Glas machen oder mit Stahl?
Habe ich das richtig gesehen? Ne, mit Lied. Wir haben ja kein Lied, ne? Inva haben wir hier, aber Inva Alu, aber kein Lied. Na los, dann hauen wir uns ein bisschen Lied rein. Ach Mensch, schau da ab. So. Lied. Müsste irgendwo hier sein. Da. So. Machen wir mal gleich drei Stück von. Einfach weil wir es haben. 18 Stück. Vielleicht habe ich das ja auch alles jetzt für die Katze gebaut, ne? Sulfur, hallo, hier bleiben. Es geht mir hier so ein bisschen langsam, ne? Kommen ja gleich wieder. So. Versuchen wir es mal von innen. Glaube ich einfacher. Das alles abbauen. Und schon haben wir hier Wasser. Können wir eigentlich auch zubauen und oben dran bauen. Unten. Und Wasser. Bleibt das jetzt auch? Jo, lag tatsächlich an der Leitung. Warum auch immer. Ist auch egal, Hauptsache es funktioniert. Jo, flattert zumindest hin und her. Jetzt sieht man das Wasser nicht, aber auf jeden Fall kommt es. Gut. Gut, reparieren wir das mal alles hier wieder so halbwegs. Okay. Das ist schon mal fein. Das ist schon mal fein. Wir brauchen tatsächlich aber noch so einen, weil wir haben jetzt, wir können tatsächlich jetzt Obsidian herstellen. Das haben wir fertig. Nur ein Problem. Nur ein Problem, wir brauchen davon noch einen. Ja. Was heißt das für uns? Das heißt, das mit diesem Lava-Gedönse, das wird so nicht funktionieren. Wir müssen das nochmal wegtun. Bau dich bitte ab. So, den Lava-Fabrikator werden wir, schätze mal, da oben hinbauen. Strom dran. Okay, funktioniert wieder. Und jetzt müssen wir natürlich, funktionieren da jetzt die normalen? Das Ding hat jetzt einen Eimer übertragen, ne? Achso, da kommt jetzt noch ein Eimer. Dauert auf jeden Fall eine Weile.
Ach so, mit der Energie, ne? Mit der Energie hapert's da. Aber macht ja nichts. Muss ja nicht so schnell gehen. Füllt sich jetzt aber doch. Gut. Also mit der Lava funktioniert's. Selten dämliches Teil. So. Gut. Das bedeutet, wir bauen uns noch einen Igneous Extruder. Den werden wir brauchen. Und zwar für Gravel. Damit wir Gravel herstellen können. Das würde ich gerne noch schaffen in dieser Aufnahme. Also Gravel und letzten Endes Flint. Also nochmal so einen Igneous Extruder bauen. So. Einmal bitte eingeben. Da ist das Teil. Gut, also fangen wir mal simpel an mit einem Servo. Dann brauchen wir zwei Glas, Eisen und Dingens. Glas haben wir alles weggetan. Stone Transport Pipe, da haben wir offensichtlich genug gebaut. Egal. Glas. Da haben wir Glas 20 und irgendwo hatten wir noch das andere. Aber ich glaube sogar, das müsste Glas 20 gewesen sein, ne? Wenn ich mich nicht täusche. War das jetzt Eisen oder Stahl? Eisen. Gut, das Ding hätten wir. Das Ding hätten wir fertig. So, dann brauchen wir da auch nochmal Glas hin. Ne, ein höher. So, dann machen wir Zahnräder, ne? Zahnräder, und zwar aus Kupfer. So. Kupfer. Gut, geht natürlich nicht. Geht erst mit Stone. Kobbel haben wir nicht genug. Wieso haben wir eigentlich Diorit hier drin? So, Kobbel. Wie viel Kobbel haben wir hier? Okay, genug. Kobbel, Kobbel, Kobbel. So. Und jetzt aber Kupfer. Sehr schön. Die Gears haben wir auch fertig. Und dann als nächstes einmal ein Pisten. Jetzt weiß ich tatsächlich nicht mal, wie ein Pisten geht. Arm dran, ne? Okay. Sollten wir hinkriegen. Eisen. Planks und Kobbel. Pistenfort funktioniert. Und jetzt brauchen wir nur noch so ein Machine Frame. Und zwar ein Basic. Geht auch ein Basic für? Bitte, bitte, bitte. Jawohl. Stahl und ein Tin Gear. Also erstmal ein Tin Gear. Haben wir hier noch Tin zu liegen? Jawohl. Okay. Ein Gear. Ein Gear, ein Gear, ein Gear. So, Stone machen wir hier zu Tin. Zack. Was war da drumherum? Irgendwie irgendwas Besonderes? Stahl und Glas. Glas und Stahl. Und schon haben wir so ein Ding. Und schon haben wir so eine Maschine. Das geht ja flott hier. So, einmal im Austausch. Nochmal 5 Stahl, das ist natürlich ganz nett. So. Bitte öffnen Sie jetzt. Jetzt wird es natürlich ein bisschen tricky.
Flint. Wir werden den Flint... Oh, ich muss mich mal gerade ein bisschen zurücklehnen. Wir werden den Flint natürlich brauchen. Irgendwo hier vorne, hinten oder so. Vielleicht könnten wir den tatsächlich einfach da oben machen. Nur das Problem ist, wir werden da Wasser hinkriegen müssen. Wasser, Wasser, Wasser. Und wenn wir ihn da hinbauen? Und dann irgendwie konfigurieren oder so. Wasser geht, Lava geht. Und wir machen Kobbel. Gut, Lava wird jetzt ein bisschen langsam fließen, tatsächlich. Macht ja nichts, ne? Boah, der muss jetzt aber viel Strom fressen, ne? Haben wir noch genug? Nee. Daran liegt das also. Dann brauchen wir noch so eine Windmaschine, ne? Oder zwei. Wir brauchen noch eine Windmaschine. Wir haben zu wenig Strom. Und deswegen haben wir auch zu wenig Laffer. Wir brauchen irgendwie auch eine Möglichkeit, die Diamantenraffinerie abzuschalten. Das geht nur, indem wir das hier umstellen und das hier umstellen. Ne? Dann dürfte der nichts mehr machen. Der macht zwar noch so lange, bis hier voll ist. Und da auch. Dann hört der aber auch auf, ne? Glaube ja. Und theoretisch können wir dann da auch einen Hebel hinbauen, irgendwo und die Dinge einschalten. Dürfte aber auch ohne Hebel funktionieren. Okay, das Ziel haben wir erreicht. Ich glaube, das kriegen wir so hin. Jetzt brauchen wir natürlich einen Crusher. Wir brauchen einen Crusher, Freunde. Und zwar brauchen wir einen Crusher. Ich glaube den. Ich glaube den. Der geht so. Also. Ab ins Träumchen. Ja, nicht, dass der hier die Hitze verliert, weil wir da hinten die ganze Energie verplempern, ne? Das wäre schon schön doof, ne? Wir brauchen zwei Lava-Eimer, haben wir gerade gesagt, ne? Einen Eimer haben wir hier. Den anderen Eimer haben wir gar nicht, ne? Oder irgendwo rumschwirren, ne? Haben wir unten noch Eimer? Gar keinen. Bauen wir uns ein. Komm, wir bauen uns ein. Da. So. Ein bisschen Lava hergezockt.